Hallo und herzlich willkommen bei Euro Truck Simulator 2, Teil 2. Ja, wie ihr seht, ich habe etwas weitergespielt, Geld zusammengespart und jetzt haben wir einen neuen LKW. Herrlich schaut der aus. Also ich habe ihn gekauft um 135.000, also um 125.000 Euro circa. Und haben auch schon etwas hergerichtet. Im Gesamt hat er mich gekostet 135.000 Euro. Ja, wir sind gerade dabei, stehen mitten auf der Straße, sind gerade dabei, einen Auftrag zu machen. Wir fahren los. Nehmen wir da unseren Joystick und gehen's an. Wir können fahren, wir sind abfahrbereit. So, und zwar, was holen wir jetzt? Da schauen wir gleich nach. Und zwar sind wir gerade auf dem Weg wohin. Und zwar holen wir gerade von Kadowitz, das ist in Polen, aus Katowice holen wir eine Fracht ab und führen diese dann wohin. So, das machen wir jetzt und es geht los. Wir brauchen 1,5 Stunden bis zum Ziel nach Katowice. Und ja, müssen wir etwas langsamer fahren. Ja. So, das ist aber wie gesagt der zweite Teil. Jetzt haben wir unseren ersten eigenen LKW. Er schaut auch sehr gut aus. Wenn er euch gefällt, dann bitte schreibt es in den Kommentaren. In die Kommentare. Und ja, wäre super zu wissen, ob euch der LKW gefällt. Ja, das ist mein erster LKW. Darauf bin ich sehr stolz. Und wir haben keinen Auflieger hinten, wie ihr seht. Den holen wir jetzt. Ab nach Katowice. Ja, wir biegen da jetzt rechts ab Richtung Katowice, oder genau, und sind hoffentlich bald da. Dauert nicht mehr lange. Ah, 50er Zone. Ist okay. Wir sind in Katowice. Holen uns jetzt den Hänger. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist für ein Hänger. Also was wir jetzt führen, da müssen wir nachher schauen. Okay, wir biegen rechts ab. Und ja. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, lasst mir ein Like da, ein Abo, es wäre wirklich sehr, sehr genial. Und ja. Ach Gott, Schaden 4%. Ah, da bin ich gerade reingefahren. Mist! Aber da ist nichts Großartiges kaputt worden. So, wir biegen links ab. Geradeaus geht das eh nicht weiter. Okay. Ja, mal schauen, was es ist, was wir jetzt abholen. Kurve war schlecht genommen vorher. Deshalb hat es gekracht. Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Und ich habe einen Schaden am LKW erlitten. Zwar noch 4%.
Was mache ich? So, also heute geht's gar nicht gut. So, und zwar holen wir jetzt 12.000 Euro bekommen wir für den Betonträger, den wir führen. 7 Tonnen, 17 Tonnen. Von Katowice nach Utina, nach Litauen werden wir fahren. Ist okay. Das werden wir machen. Wir holen den Hänger von da hinten ab jetzt. Und ab geht's nach Litauen. Die Lenkung ist ein bisschen stark eingestellt. So, da ist der Hänger. Den holen wir jetzt. Okay, da geht nicht drauf. So. Haben wir hier einen Bug? Leute, warum geht das nicht? Ein Leute, Leute, Leute! Ja, es ist doch komisch. Zwei Hänger, drei Hänger stehen da. Ja, das ist der falsche Hänger. Ah, Leute! Warum sagt ihr mir nichts? Ich denk mal, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Naja, wenn es der falsche Hänger ist, ist es klar. Da ist der Hänger. Natürlich, dann geht's nicht. Leute. So, da haben wir einen Hänger. So, aufsatteln und wir schauen uns das mal schön an. Wir haben Betonträger und den führen wir jetzt von Katowice nach Utena, Litauen. Wir fahren, ich weiß nicht wie lange, 26,5 Stunden haben wir Zeit, diese zum Kunden zu bringen. Und wir fahren 12,5 Stunden. Das ist eine ganz, ganz, ganz gehörige Strecke. Die werden wir fahren. So, dann geht's los. Der Auflieger ist hinten. Jawohl. Ah, gehen wir's an. Nach Litauen. Das ist ein Erweiterungspaket von mir. Hab schon einige Erweiterungspakete. So, da geht's, da kommt kein Auto. Gut. Dann gehen wir's an. Die Ortschaft Katowice, wo wir gerade sind. Ja, warten, bis grün wird. Die können fahren. So, der fährt geradeaus weiter, der biegt nicht rechts ab. Mit 50 dürfen wir fahren, da müssen wir aufpassen. Da ist es grün, das geht sich noch raus.
Ah, nicht mehr! Ach du heilige. Oh Gott. Ja, das war aber noch nicht ganz rot, Leute, ha? Ja. Strafe. So, haben wir halt eine Strafe bekommen. Mein Gott, die 300 Euro tun mir nicht weh. Ja, wir sind jetzt schon mittlerweile irgendwo. Nur noch 10,5 Stunden wird gefahren. Jetzt müssen wir aufpassen. Oben rechts seht ihr im Fenster das kleine Bettchen, was schon blau leuchtet. Das ist die Müdigkeitsanzeige. Das heißt, wir werden jetzt schauen, dass wir einen Rastplatz finden und dann eine Runde schlafen, dass wir uns ausruhen. Tank ist noch voll. Ja, halb voll, das geht auch noch. Da brauchen wir im Moment noch nicht tanken fahren. Schauen wir mal, ich glaube, da ist eine Rast schon auf Raststation, das ist rausbringen. Da werden wir dann rasten und dann in Ruhe weiterfahren. Ja, das haben wir jetzt vor. Da vorne fährt ein Kollege. So, da. Okay, wo haben wir da was zum Stehen? Da haben wir was zum Stehen. Wir sind da und wir machen jetzt eine Pause. Und zwar drücken wir auf E, den Motor abzustellen. Und Eingabe. Jetzt kommen wir zur Ruhe. Und zeitig in der Früh wachen wir wieder auf. Und das blaue Bett ist wieder durchsichtig. Das ist gut. Wir fahren weiter. Drehen trotzdem das Licht auf. Wo drehen wir das Licht auf? Ja, machen wir auf hell. So, drehen trotzdem das Licht auf. Und wir fahren weiter die restlichen 10 Stunden. So, mal schauen, ob da wer kommt. Das ist immer gefährlich, da die Ausfahrt. Da kommt niemand. Ist okay, können wir starten. Los geht's. So, wir dürfen 80 km/h fahren. Das werden wir tun. Und die Sonne blendet. Oh, da ist ein Unfall passiert. Da müssen wir. Ah, da können wir vorbei. Ja, okay, ist auf dem Bahnstreifen. Da wird ein LKW kontrolliert. Zum Glück sind es nicht wir. Aber ich habe ja alles mit. Frachtpapiere, alles.
So, da ist wieder eine Baustelle. Ah, da muss ich links. Das ist knapp. Kommen wir da vorbei? Jawohl. Kommen wir vorbei. Weiterfahren. Sehr gut. Wieder 80. Weiter geht's. Ja, wir haben da wieder eine Baustelle. Also, wie im echten Leben. Ja, ist das genauso. Da vorne müssen wir abfahren. Ja. Wir sind mittlerweile schon in der Nähe von Litauen. Und zwar die Stadt Vilnius, glaube ich, heißt die, ist von da jetzt nicht mehr weit entfernt. Das ist in Litauen. Wir haben mittlerweile nur noch 4,5 Stunden zu fahren. Ist voll okay. Und dann haben wir diese Strecke auch erledigt. Es wird immer schöner, finde ich. Schöne Landschaft. Toll einfach zu fahren. Und ich bin gespannt. Einmal war ich schon in Vilnius, in Litauen. Und ist sehr schön Litauen, eine sehr schöne kleine Stadt. Und da kommen wir nach Vilnius, wenn wir rechts fahren. So. Bett ist wieder halb voll. Also halb voll blau gefüllt. Und die Tankanzeige geht noch. Somit haben wir da noch wirklich eigentlich nicht zum Nachtanken. Dürfen wir in 70er fahren. So. Ich tempomatiere. Ich tempomatiere immer. Nehme ich mein Tempomat. So ist einfach zum Fahren. Kommt man nie über die Geschwindigkeit drüber. Außer es geht halt bergab. Das ist halt das Traurige. Im Moment zum Beispiel geht es bergab. Muss man aber immer wieder schauen, dass man dann etwa ein bisschen zusammenbremst. Das ist aber ein Strafzettel. Schon genügend Strafzettel bekommen. Eben vorhin mit der roten Ampel, die wir überfahren haben. Wir haben sie überfahren, sie lebt nicht mehr, sie ist tot. Entschuldigung. Ja. Also, wir brauchen im Moment aber noch nicht schlafen. Ich glaube, diese Fuhr geht sich noch aus. Und dann müssen wir ein Nickerchen machen. Wir sind in Vilnius. Wir sind in Vilnius, also vor Vilnius, und das ist bereits in Litauen. Das heißt, willkommen in Litauen. Ihr seht, es ist wunderschön. Schönes Land. Jetzt dürfen wir wieder einen 80er fahren. Ihr seht also auch meine Accessoires da herinnen. Da liegt mein Sandwich von heute früh. Ja, genau. Und mein Kaffee, den habe ich auch da bei mir. Ja, also schon ziemlich viel habe ich für diesen LKW ausgegeben für das. So. Wir sind demnächst da. Es wird ziemlich knapp, Leute, mit der Müdigkeitsanzeige.
Das wird knapp noch die 1 Stunde 19 Minuten. Also, ich habe da kleine Sorgen, ob wir das überhaupt schaffen werden. Wann ist die nächste Ruhe? Wie lange haben wir noch zur Verfügung? 6 Stunden nur noch. Das wird sich nicht mehr ausgehen, glaube ich. Der wird 8 Stunden schlafen, glaube ich. Ja, Leute, es wird knapp. Es wird wirklich knapp mit der Müdigkeit. Hätte noch ein bisschen warten können vorhin. Wahrscheinlich zu früh geschlafen letzte Nacht. Ja, das geht sich leider nicht mehr aus, wie es ausschaut. 6,5 Stunden haben wir nur noch Zeit, um die Ware abzuliefern. Und ich glaube, der schlaft aber länger. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, das wird jetzt eng. So, wo sind wir jetzt gerade? Das möchte ich gerne mal wissen. Ich habe nämlich die Ortstafel übersehen. Wir sind in Vilnius, genau. Wir sind noch immer in Vilnius. Also neben Vilnius. Ihr seht da Vilnius und wir sind daneben. Neben Vilnius. Wir sind kurz vor Utena. Da müssen wir hin. Dauert also nicht mehr lange. Ich hoffe, ihr hattet euren Kaffee schon. Ich trinke ihn jetzt mittlerweile. So, Leute. Gut. Ab nach Utena. Links geht's nach Panevėžys. Okay. Okay, sehr gut. So, wir müssen rechts abbiegen. Ja, ich habe das Schwarzmüller DLC gekauft. Von Schwarzmüller. Das heißt, wir haben jetzt die Marke Schwarzmüller auf unseren Hänger und auf unseren LKW. Und da habe ich meine Schwarzmüller. Mein Schwarzmüller Wimpel da vorne auf der Frontscheibe. Ja, also das auch DLC. Dann habe ich noch viele andere DLCs wie Skandinavien DLC, wo es nach Skandinavien fahrt, so Schweden und so weiter. Und eben Litauen DLC, Litauen Lettland DLC und noch irgendeine Stadt. Ja, also einige DLCs. Dann habe ich noch ganz extrem schwere Frachten. Wie zum Beispiel eben die Großtransporter. Habe ich auch ein DLC. Also ich habe schon wirklich viele DLCs. Die können wir nachher dann gemeinsam durchgehen. Welche DLCs ich eigentlich wirklich besitze bei diesem Spiel. Es sind schon sehr viele. Ich habe das Spiel mittlerweile jetzt schon das dritte Jahr, ja, also ich spiele schon ziemlich oft mit dem Spiel. Hatte meinen alten Account leider irgendwie verloren. Sonst wäre ich schon viel, viel weiter. Es gibt Zeiten, da spiele ich das Spiel immer wieder auf und ab. Dann gibt es wieder Zeiten, 2 Monate oder so, wo ich es nicht spiele. Also ich liebe dieses Spiel auf jeden Fall. Das ist einer meiner Top-Favoriten. Ja. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn es irgendwie zu langweilig ist. Ja, das ist halt.
von Geschmack zu Geschmack verschieden. Dieses Spiel, einer mag es, der andere mag es nicht. Der eine fährt keine LKW nicht, der andere fährt wirklich keine LKW. Geil, Rocco! Unser Rudi, der fährt LKW. Wir werden vielleicht ein Special rausbringen, der Rudi und ich, am kommenden Wochenende, wo wir beide online zocken werden, dieses Spiel Euro Truck Simulator 2. Und bin gespannt, vielleicht können wir es ja umsetzen. Ist aber noch kein Versprechen, ich muss nur sch noch schauen, wie das alles funktioniert. Mit den Online-Zocken, uns aufnehmen und so weiter. Das werden wir dann auch sehen. Ja. Ja, geht schon. Wie lange fahren wir noch? 36 Minuten, das geht sich aus, Leute, das geht sich aus. 36 Minuten. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwo in Litauen übernachten. Ist ganz wichtig. Und ja. Nach dieser Lieferung war es das auch schon mit dem unserem Video. Wollt ihr einen vierten Teil, einen dritten Teil sehen? Daumen nach oben oder in die Kommentare schreiben. Wenn ich nichts lese, dann werde ich einfach einen dritten Teil machen. Ja, für die Leute, die es sehen wollen. Ja. Ich hoffe nicht, dass es wirklich auf so große Ablehnung stoßen wird. Da vorne haben wir schon unser Ziel in Sicht. Und zwar Utena. Da kommen wir jetzt hin, Leute. Ich liebe wirklich diese sensationelle Aussicht. Herrlich. Das ist Litauen. Merkt man eigentlich, dass das ganz anders ist als in den anderen Städten bei diesem Spiel. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, er ist müde. Ganz gefährlich wird es, wenn es vorbei ist. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Eieiei, sag mal, wie das Strafe zahlt. Bekommen wir nur 10.000 Euro heute. Erster Aufenthalt in Utena. Oder Utena, keine Ahnung, ob man Utena sagt oder Utena. So, und da haben wir unser Ziel. Wir kommen im Domdepot. Da, das ist einfach zum Einpacken. Oh, jetzt haben wir nicht eingepackt. Hoppala, wurscht. 12.045 habe ich aber bekommen, weil für die einen Bonus für die Fernfahrt haben wir auch noch. Und einen Erfahrungsbonus. Also 9.405 Euro haben wir Basisvergütung bekommen. Ja. Wir haben ein paar Abzüge haben. Wir haben Strafe gezahlt für eine überfahrene Ampel. Rote Ampel haben wir überfahren. Dann haben wir eine Geschwindigkeitsüberschreitung gehabt, gerade vorhin. Über 1000 Euro Strafe zahlt. Oh, das ist heftig. Wir sind Level 11 aufgestiegen. Das heißt, wir können uns wieder was leisten. Ja, und zwar haben wir einen Punkt bekommen. Zerbrechliche Fahrt. Was haben wir da? Level 4 werden wir dann. Plus 20% höhere Vergütung. Zerbrechliche Fracht. Werden wir, Leute, werden wir nehmen, ne? Zerbrechliche Fracht. Anwenden. So. 37.000 Euro haben wir im Moment. Und ein paar zerquetschte. Leute, das war's. Wir schauen dann erstmal unsere DLCs an. Meine DLCs. Ah, hoppala. Wir speichern einmal. So, und gehen weg. So, unsere DLCs. DLC Browser haben wir hier. Und da sehen wir meine ganzen DLCs. Austrian Paint Job Pack. Beyond the Baltic Sea. Also ein ganz interessantes DLC.
da gibt es einen wunderbaren Seehafen und unglaublich, also rund um gewisse Hafen und Seen, also sensationell. Brasilien-Paintjobs, da haben wir Kabine-Accessoires, also gewisse Accessoires dazu. Kanadische Farbspritzer, chinesische Farbspritzer, tschechische Farben, dänische Farben, Fantasiefarben auf dem LKW. Dann haben wir Force of Nature Paint Jobs Pack, das ist auch so, ja, Paint. Französische Paint Jobs Packs, deutsche Going East Add-on, expands the original Euro Truck Simulator 2 map with new destinations for cargo delivery across Poland, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Das heißt, das ist auch durch das DLC zustande gekommen, dass wir dorthin fahren können. Halloween Heavy Cargo Pack, das ist ein super Pack, das ist der Schwertransporter Pack. Ja, High Power Cargo Pack. Helikopter, Triller, Yacht, also was wir transportieren können, einige Sachen mehr. Ja, ihr seht halt und so weiter. Einige DLCs habe ich, die meisten Paint Packs, was auch ganz interessant ist. Für die DAF-Fans. DAF-Tuning-Pack habe ich bekommen. Ich mache den LKW auch gerne. DAF ist nicht schlecht. Meine Favoriten sind eben Mercedes und das Scania, aber auch DAF ist sehr gut, finde ich gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, Leute, ist das DLC, das DLC ist der Truck von Volvo. Der gefällt mir gar nicht, also ehrlich. Aber jedem sein eigener Geschmack. Dann haben wir Krone Trailer Park, haben wir nicht. Nein, DAF Tuning Park habe ich gar nicht, das ist nicht blau, Entschuldigung. DAF Tuning Park habe ich nicht. Ich habe nur bis Viking Legends Paint Job. Alles, was einen blauen Punkt hat. Den Rest kann ich mir noch zulegen. Was ich mir noch zulegen möchte, ist das Eurotruck Wheel Tuning Pack. Verschiedene Formen von Reifen. Ja. So, das war's, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, bitte. Und ein Abo, wer es noch nicht hat. Bitte, das wäre super. Und euer Horst, die Gamer. Macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Okay.